Hallo und willkommen zurück zu WRC 23 TV. Ja, wir spielen hier die Karriere weiter im Junioren-Monus, sag ich mal, oder Meisterschaft und arbeiten uns Stück für Stück nach oben. Woche 20 bin ich angekommen. Schon im letzten Video habe ich ja, ich glaube, den Sponsoren, ein Sponsoren, Sponsorengelder habe ich gekriegt, dass wenn man da an der Rallye teilnimmt, dass man die Sponsorengelder kriegt. Und ja, nun geht das hier weiter. Rallye Schweden. Jetzt ist die Frage, ist das mechanisches Front- und Heckdifferential? Okay. Ja, bevor das hier weitergeht, wäre cool, wenn ihr ein bisschen Unterstützung da lasst, mit einem Like und mit einem Abo. Und mit dem Abo seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand, was das betrifft. Und ja, so viel erstmal dazu. Würde mich freuen. Und ja, würde ich mal gucken, was wir jetzt Schönes machen. So, was haben wir hier denn? Ach, da fängt schon Woche 21 an. Wir können hier also nur drei Sachen machen. Okay, dann mache ich lieber das. Diese Aktivität wird von zwei Kalenderwochen in Anspruch nehmen. Möchtest du trotzdem fortfahren? Jupp. Die Werkstatterweiterung dauert zwei Wochen und ist nur einmal möglich. Weitere Upgrade-Möglichkeiten erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ist doch kein Problem. Ach, das ist geschlossen. Das hätte ich hier machen müssen. Verdammt. Dann sollen sich meine Leute ausruhen. Dann ist das so. Ich habe heute gute Nachrichten. Du hast unsere Finanzen in den letzten Wochen hervorragend verwaltet. Wir erfüllen die Cashflow-Ziele von Max sehr gut. Also mach weiter so. Jo, läuft. Was ich mich aber jetzt frage, wieso werden hier die Sponsorengelder nicht mit zugezählt? Ich habe doch jetzt im letzten, habe ich ja einen 20.000 Slotty-Sponsor gekriegt. Hallo? Naja. Gut, dann ist das eben so. Wir kommen ziemlich gut durch die Saison, würde ich sagen. Max ist seit mehreren Wochen zufrieden und das ist gut so. Ich denke aber trotzdem, dass da noch etwas mehr drin ist. Was meinst du? So, dann sind wir schon Woche 21. Ja, Wahnsinn. Was haben wir hier denn Schönes? Was können wir hier denn machen? Okay. Angestellte. Okay. Fahrzeug benötigt. Reparaturbudget 10.000. Oh Mann. Habe ich kein H2-Auto? Was ist das denn schon wieder für ein Pups, ey? Ja, muss ich aber erstmal gucken. Sponsor. Ach, hier wird das angezeigt, oder was? Budgets. Da ist er ja, Teammitglieder. Das hatte ich ja das letzte Mal. Verbleiben 20.000. Okay. Ja, okay. Ziele. Belege den fünften Platz oder besser in der Fahrerwertung der 4 Junior WEC Championship. Ja, da bin ich ja nun bei. Sammle 55 Championship-Punkte in der H2 Fahrer Championship. 50 von 55. Ja, super. Untergeordnetes Ziel. Schließe im Laufe der Saison 3 Hospitalities-Events ab. 5 verfügbar. 1 habe ich gemacht. Okay. Oh. Budgetziel. Bleibe für alle Konten innerhalb eines wörtlichen Budgets. Ja, ist schon klar. Habe ich kein H2-Auto? Doch. Da ist ein H2-Auto. Hä? Fahrzeug nimmt an Championship teil.
Ja, das hier ist klar. Das ist ja mein selbst entworfenes. Aber wie ist das denn? H1 ist das, okay. Haben wir da ein H1-Rennen? Major Championship, ja cool. Da haben wir was. Anmeldung offen, ja okay. Modern Classic Summer. Fahrzeug benötigt. Ja, toll. Nur weil ich jetzt daran teilnehme, kann ich jetzt das hier nicht machen. Werde Sechster oder besser. Boah, ey, Alter. Ich habe ja schon da. Ach so, Angestellte. Was habe ich denn für welche? Angestellte, meinen gucken. Ich habe. Wie kann ich denn sehen? Oh, mein Schleudel. Angestellte. Teammitglieder. So. Okay. Techniker? Ah! Okay, da habe ich. Kann ich die auch irgendwie feuern? Hey. Slot gesperrt. Okay. Wöchentliches Technikerbudget 80.000. Okay. Also ich habe für Frontantrieb, Differential. Oh, ey. Das kann ich mir nicht alles merken. Da muss ich jetzt erstmal ein Bild machen. Ja, genau. Das ist schon wieder richtig. Das ist schon wieder richtig geil. So muss das sein. Weil ich möchte nämlich mal eben gucken. Ich habe nämlich keinen Bock, an so einem Event teilzunehmen. Mal eben gucken. Er wird eine Kalenderwoche in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass ihr wohl gerne ein Rallye sehen wollt. Ne? Oh, ich muss ja hier. Ups. Was war das jetzt noch? Irgendwas war das doch. Hier, was waren noch irgendwelche Aufgaben hier? 5 Events. Ich muss in 5 Events muss ich 55 Punkte schaffen. Okay. Und ich habe jetzt schon 50. Ja komm. Ey, also. Kroatien. Ja, okay. Aber das war jetzt egal, was jetzt ich hier mache oder was. Fahrzeug benötigt. Okay, ich kann also nur das machen. Okay, das kann ich nicht machen. Fahrzeug benötigt. Okay. Fahrzeug benötigt. Das Einzige, was ich fahren kann, ist das hier. In Japan. Major Champion. Ist das Major Championship? Das steht da jetzt nicht. Ja, wird denn wohl, keine Ahnung. Fahren wir das einfach mal. Komm, gib Gummi und fertig. Ach, da kann ich jetzt wieder auswählen, was ich für ein Auto fahren will. Ey, ihr seid ja auch Knackwürste, ey. Oh, Alter. Ihr seid ja auch so Hoshis, ey. Komm, nehmen wir den. Fertig. Nee, komm, kannst du so starren. Geht auch alles so. Gib Gummi, Mann. Bin ich Hallo ja mal zusammen und gespannt. es ist meine Freude, die dritte Runde dieser Championship vorzustellen, hier bei der Forum 8 Rally. Ja, komm, Sabine, Hey, ich will driven, willkommen Mann. bei der Forum 8 Rally Japan. Ein großartiges Event mit vielen kurvenreichen Asphaltstraßen in den Bergen. Rhythmus ist hier alles. Legen wir los. Jo, Keule, alles klar. Ich mach dann mal eben was klar. Moment. Ach, das kann ich so starten. Ja, dann hau rein. Hoffentlich haben die beiden hier ihre Nerven im Griff, während sie sich und ihren Wagen für die erste Etappe des Events vorbereiten. Oh, der ist aber ein Geruckel hier, ey. Schön ist das nicht. Cool. Die durchschnittliche Zielgeschwindigkeit für diese Etappe ist 64 Kilometer pro Stunde.
5, 4, 3, 2, 1, go! Mittel rechts. Oh. Mittel links. Also darf ich die 5... Also... Verdeckt, scharf rechts. Darf ich jetzt die schneller als 64 fahren, oder was? Du musst deutlich schneller werden. Scharf links, scharf rechts. Fahr schneller. Halte es. Scharf links. Mittel rechts. Scharf links. Fahr schneller. Ja, doch, ey Junge, war aber ganz locker. Mittel links. Jetzt kommt ein gebogener Abschnitt. Einfach links. Mittel rechts. Scharf links. Boah, immer das gleiche. Der gleiche Fehler. Muss deutlich schneller werden. Scharf links. Scharf links. Wir waren in diesem Sektor zu langsam. Scharf links. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Mittel rechts. Scharf links. Tempo reduzieren. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut, halte es. Scharf rechts. Du musst langsamer werden. Scharf links. Scharf links. Boah. Wir waren in diesem Sektor zu schnell. Hä? Scharf rechts. Scharf rechts. Scharf links. Weite Kehre rechts. Deutlich schneller werden. Kehre links. Kehre rechts. Fahr schneller. Mitte links. Scharf rechts. Mitte links. Mitte links. Das ist auch geil, ey. Was ist das für ein Rennen, ey? Scharf rechts. Achtung, scharf links. Scharf rechts. Scharf links.
Wir waren in diesem Sektor zu langsam. Straße macht jetzt auf. Kapier ich nicht, ey. Was ist das denn, ey? Denk an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben gerade eine Geschwindigkeitsstrafe kassiert. Gut, halte es. Tempo reduzieren. Fahr etwas langsamer. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Über Ziel, scharf links, bis Stopp. Hä? Hey, kapier ich jetzt überhaupt nicht. Das... Okay, das ist jetzt so ein... Oh Mann, ey. Irgendwie verstehe ich das alles nicht. Also muss ich eine Vorge... Also, ja gut, irgendwas mit 64 war das. Du hast einen guten Rhythmus gefunden. Deine letzten Zeiten waren großartig und du kletterst in der Event-Tabelle nach oben. Weiter so. Ja, das war jetzt einmal die totale. Mache ich jetzt auch immer so. Einmal komplett Auto und einmal dann die In-Ansicht. Jetzt mache ich die In-Ansicht erstmal an. Wir haben heute schon eine Menge aufregende Momente und talentierte... Die durchschnittliche Zielgeschwindigkeit für diese Etappe ist 65 Kilometer pro Stunde. 5... 4, 3, 2, 1, go! Scharf rechts. Du musst deutlich schneller werden. Scharf links. Scharf rechts. Straße macht jetzt auf. Fahr schneller. Hä? Ja, was denn jetzt? Tempo ist gut, halte es. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Gut, halte es. Scharf links. Fahr schneller. Tempo ist gut, halte es. Das muss einer verstehen, ey. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Scharf rechts. Arbeit. Mittel rechts. Jetzt kommt ein gewundener Abschnitt. Scharf links. Du musst deutlich schneller werden. Mittel rechts über Kuppe. Das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut, halte es. Scharf links. Mittel rechts.
muss deutlich schneller werden. Kehre links. Scharf links. Scharf rechts. Scharf links. Scharf links. Scharf rechts. Scharf links. Wir waren in diesem Sektor zu langsam. Scharf rechts. Mitte links. Mitte rechts. Mitte links. Scharf links. Kapiere ich nicht. Etwas langsamer. Mitte links. Tempo ist gut, halte es. Scharf rechts. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Scharf rechts. Mitte rechts. Scharf rechts. Wir haben in diesem Sektor keine Strafpunkte kassiert. Scharf links. Tempo ist gut, halte es. Scharf rechts. Scharf links. Nicht stehen, sonst kassieren wir eine Strafe. Fahr schneller. Tempo ist gut, halte es. Scharf rechts. Fahr schneller. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Scharf links. Scharf rechts. Muss deutlich schneller werden. Scharf links. Leicht links, scharf rechts, bis Stopp. Das war ja ein merkwürdiges Rennen. Es ging, was ist das? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, na gut. Eine sehr sauber gefahrene Etappe und das ist ein tolles Ergebnis für die Crew, die dadurch in der Gesamtwertung des Events aufgestiegen ist. Ja, weiß ich auch nicht.
Das muss ich jetzt wirklich nicht verstehen. 0 Punkte. Ja gut, danke. Das verstehe ich Ich überhaupt nicht, habe mir ey. gerade unsere Finanzen angesehen und wir erreichen unsere Cashflow-Ziele im Moment sehr gut. Das wird Max sehr fröhlich stimmen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht kapiert, das Rennen, aber auch gut. Ja, dann ist das so. Fahrzeug benötigt, offen. 1,6 Liter Saugmotor. Okay. 4 Junior WRC. Oh, oh, ui. Was haben wir hier? Was ist das? Aber können wir. Hä? Beziehungsboost, nee, ich will Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Bin Geld geil. So, gebe jetzt einfach zu. Event 3 von 5. Rallye Italia. 4 Junior WRC Championship. Ja, dann würde ich sagen. Wer das? Aber das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach, weil das so eine kurze Woche hier ist. Ach, das ist ja lustig. Oh Gott. Ja, komm, dann machen wir das ganz einfach. Ey, das ist ja ein Kuddelmuddel, ey. Da muss wohl erstmal einer durchsteigen. Das ist irgendwie total. Hä? Fahr ein bisschen schneller, fahr langsamer und dann kriegst du Fehlerpunkte und dann ist hier wieder ein Fehlerpunkt und hä? Ja, gut. Läuft ganz gediegend, aber na gut. Willkommen bei der Forum 8 Rally Japan. Dies ist eines der Events, bei denen der Rhythmus zählt. Wenn du konstante Zeiten fährst, kannst du ein großartiges Ergebnis erzielen. Jo. Ich muss da noch mal ein bisschen mehr Beschriftung drauf machen. Er sieht ja ganz schön nackig aus. Aber na gut. 5, 4, 3, 2, 1, go! Leicht links. Mach zu, bitte. Mitte links. Einfach rechts. Scharf rechts. Und scharf links. Scharf rechts. Kleine Kuppe. Einfach rechts. Ziel. Ja, genau. Supi. Oh Mann. Ja, ich muss sagen, das Auto ist sehr schwammig. Also, ja. Reparatur. Vielleicht erstmal den Auspuff geschrottet. Ja, super, ey. So. Bestätigen. Oh Mann, ey. Das fängt ja schon gut an.
Ja, gut. Okay, 11 Kilometer. Oh, Alter, das ist ja wieder so ein Endlos-Ding, ey. Nur wieder 16 Minuten unterwegs hier. Läuft. Startreihenfolge 47 von 52. So, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Und wie das Ganze denn in bewegten Bildern aussieht, ob ich das Auto ganz schrotte oder auch nicht, das seht ihr denn im nächsten Video, wenn meine Tochter hier denn jetzt sich ins Zimmer stürmen würde. Ja, so viel erstmal dazu und dann lasst ein Like und ein Abo da für ein bisschen Liebe meines Kanals. Denn ist das schon schön. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Du bist ja so eine kleine Zappelmaus. Ja. Okay, bis dann. Ciao, ciao.